Hallo und herzlich willkommen. Heute immer noch im Sonntags-Schlabberlook. Und jetzt gibt es einen Nutella-Tassenkuchen, der in nur 5 Minuten fertig ist. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch doch noch mal eben zeigen, was uns da seit heute Schönes draußen erwartet. Guckt euch doch mal den strahlend blauen Himmel an. Ist das nicht herrlich? Das schreit nach Frühling. Und zwar genau hier nach. Das ist ein großes Stiefmütterchen. Gehen Sie spazieren, machen Sie unanständige Dinge. Der Frühling ist da, wie zum Beispiel Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Genießen Sie den Tag, es wird nämlich der schönste der Woche. Getreu dem Motto wünsche ich euch schon mal, auch wenn es erst Anfang März ist, einen ganz, ganz schönen Frühling. Ich hoffe, das bleibt jetzt so, wie es ist. Ist ja einfach traumhaft. Doch jetzt geht es mal los mit dem Kuchen. Da klicke ich euch mal hier ein. So, ich mache das jetzt mal so ein bisschen von oben. So, es gibt jetzt nicht die übliche Ansicht, weil wir das heute alles ohne Thermomix machen. Und zwar braucht ihr für dieses Rezept eine Tasse, die sollte relativ groß sein. Also wenn ihr jetzt nur so kleine Tassen habt, dann müsstet ihr das Rezept nochmal irgendwie halbieren. Das ist jetzt eine von Ikea, weil es wird auch hier schon recht groß drin. Ja? Wenn ihr natürlich eine größere Tasse habt, ist das also so einen richtigen Becher, dann ist das natürlich alles kein Problem. Aber mit so einer Tasse solltet ihr jetzt ungefähr euch an diese Maßgaben halten und nicht mehr reinmachen. So, wir fangen an mit 2 Teelöffeln Mehl. 1. 2. 2 Esslöffel Zucker. Da nehme ich jetzt den selbstgemachten Vanillezucker. Dann nehme ich so einen leicht gehäuften, so, 1, 2. Dann kommt ein Ei rein, ein ganzes Ei, blub. Dann kommt rein Backkakao, und zwar so 1,5 Teelöffel, ne? So, das wäre jetzt einer, und dann jetzt nochmal so ein, naja, so einen halben ungefähr. Das wird auch so schon sehr schokoladig. Jetzt braucht ihr noch Öl. Oder machen wir erst das Backpulver. Ich gehe jetzt hier mal nach der Reihe. Backpulver. Und zwar, hallo, habe ich das jetzt alles richtig gemacht hier? Genau, so. Ja, so ein Viertel Teelöffelchen, so ungefähr. Dann das Ei, das haben wir schon drin. Milch. Und zwar auch 1,5 Teelöffel. Eins. 2. Jetzt kommt noch Öl. Da solltet ihr laut Rezept Sonnenblumenöl, also kein Olivenöl, nehmen. Und zwar auch 1,5 Löffel. 1, 2. Und jetzt kommt die Zutat, wonach der Kuchen benannt ist.
diese berühmte Haselnusscreme. Und zwar, ja, gute 2 Löffel. Also ihr seht, es ist keine leichte Kost. So, 1. So. 2. Na, lass los. So. Jetzt müsste ich alle Zutaten haben. Mehl ist drin, Zucker ist drin, Backerkaas ist drin, Backpulver ist drin, das Ei ist drin, die Milch ist drin, das Öl ist drin und Nutella ist drin. So, jetzt ist das ein relativ komisches Ding hier. Seht ihr das? So. Jetzt wird das Ganze verrührt. Und zwar, das braucht ein kleines bisschen, weil das Nutella, das klebt jetzt erstmal sehr stark. Jetzt pustet hier auch der Backkakao noch ein bisschen raus. Also solltet auf jeden Fall zimmertemperiertes Nutella nehmen, weil das war jetzt schon eigentlich ganz gut weich. Und wenn ihr das nämlich aus dem Kühlschrank oder so nehmt, aber wer packt eigentlich Nutella in den Kühlschrank? Eigentlich gehört das ja gar nicht in den Kühlschrank. Ne? Also zimmertemperiert und dann klappt das eigentlich ganz gut. So, jetzt müsst ihr das durchrühren. Das macht ihr am besten mit einer Gabel, bis das dann so eine einheitliche Masse ist. Das zeige ich euch aber gleich auch noch. Natürlich könnte man das auch im Thermomix zusammenmischen, gerade vielleicht, wenn man ein bisschen mehr machen möchte, also für mehrere Tassen. Aber so für den süßen Zahn zwischendurch, ich meine, da kann man ja auch, gerade wenn man vielleicht zu mehreren ist, könnte auch so eine kleine Aktion da draus machen. Jeder kriegt so eine Tasse in die Hand und jeder muss sich dann seinen Kuchen alleine zusammenrühren. Und dann könnt ihr das ja alles, das kommt nämlich jetzt gleich noch in die Mikrowelle, dann könnt ihr das ja alles zusammen, alle Tassen dann zusammen in die Mikrowelle stellen. So. Das war's auch eigentlich schon. Ihr seht, das ist jetzt eine sehr schöne, sieht man das ja, ne? Eine sehr schöne Masse. Also quasi jetzt eigentlich wie dünnflüssiges Nutella. Jetzt habe ich nämlich noch eine Frage an euch. Lautet es der Nutella oder die Nutella? Oder das Nutella? Also ich sage immer das Nutella. Es gibt aber auch sehr viele, die sagen die Nutella. Das hört sich aber für mich ganz, ganz komisch an. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das benennt. Ob ihr sagt die Nutella oder das Nutella oder der, die, das Nutella. So, das Ganze kommt jetzt in die Mikrowelle. Und zwar bei, ich habe es jetzt bei 700 Watt gemacht. Und zwar hatte ich es gestern für knapp über 2 Minuten drin. Das war mir schon fast ein bisschen zu trocken. Ich mache es jetzt mal auf 700 Watt für 1,5 Minuten rein. Bis gleich. So, meine lieben Leute. Ich nehme euch nochmal hier ab. Upsa. Ist das nicht der Oberknüller? Das ist jetzt noch richtig schön. Da sieht man schon schön den Teig. Das ist wie ein normaler Kuchen, bloß rucki zucki fertig, alles in einer Tasse, ihr müsst nicht viel dreckig machen. Das lasst euch jetzt mal schmecken. Da mache ich jetzt gleich noch ein Foto von. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Schlemmen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Frühling. Tschüss!